Die Smart Cell ist eine Cobot Welding Lösung mit einem Universal Robot E-Series Roboter und Fronius Schweißtechnik. Sicherheit hat bei Fronius einen sehr hohen Stellenwert, deswegen sind hier nur hochwertige Komponenten verbaut. Der hohe Sicherheitsstandard ist gewährleistet durch die CE-Kennzeichnung der gesamten Smart Cell. Also die gesamte CE-Kennzeichnung besteht darin, dass wir ein komplett eingehaustes System haben. Das System schützt den Schweißer zusätzlich vor der UV-Strahlung oder Wärme, zum Beispiel durch Funkenflug oder heiße Bauteile, ist komplett eingerüstet und geschützt. Zusätzlich haben wir hier eine Schweißrauchabsaugung direkt am Roboter positioniert. Die Smart Cell ist für kleine und mittelständische Unternehmen sehr interessant. Sie können flexibler auf Prototypenbau oder Kleinserien eingehen. Schweißer, die noch keine großen Roboter-Programmiererfahrungen haben, können in einer geringeren Zeit eigenständig Programme mit dem Cobot anlernen und somit auf die Produktion einwirken. Jedes Programm, was der Schweißer nachher mit dem Cobot programmiert hat, kann immer wieder aufgerufen werden und somit haben wir immer gleichbleibende und reproduzierbare Schweißergebnisse. Um den Cobot-Roboter zu teachen, bewegt der Werker oder Schweißer den Roboterarm einfach zum Bauteil hin, fährt an die bestimmten Punkte ran und speichert über Knopfdruck die Position. Die Software ist sehr bedienerfreundlich und führt den Schweißer elementarisch von Punkt zu Punkt zum perfekten Schweißergebnis. Das entlastet die qualifizierten Schweißer, es spart zusätzlich dem Unternehmen Geld, Zeit und Ressourcen. Zusätzlich haben wir die Funktion, bei unserem Cobot einmal linear zu pendeln und was auch relativ neu in der Cobot-Welding-Geschichte ist, ist das zirkulare Pendeln. Die Schnittstelle zwischen Mensch und Cobot ist unser SEP. SEP steht für Smart Arc Extension Pack. Das ermöglicht dem Schweißer die direkte Bedienung an der Handachse und nicht über das Teach-Panel. Wir haben beim Cobot drei Bewegungsassistenten, einmal den Limb Drive, Rod Drive und Free Drive. Wenn euch die Fronius Smart Cell interessiert, schaut einfach mal in die Infobox. Wenn ihr noch mehr Informationen über die Fronius Smart Cell haben wollt, lasst uns im Video einen Daumen hoch da.